Es wird keine Rettung von außen geben, ihr Lieben. Nein. Darauf zu hoffen, ist wie auf Sand zu bauen. Aus dieser Krise werden wir nur gestärkt hervorgehen, als Einzelne, als Gemeinschaft, wenn jeder Einzelne jetzt seinen Deep State in sich mit Liebe ausleuchtet. Dann hört die ganze Projektion nach außen auf und das Ganze kollabiert. Darum freue ich mich, den Ewald Schober hier nochmal im Studio zu haben, der sich mit seinem Team auf den Weg gemacht hat, dass die Menschen, die zu ihm kommen, ja, ihr Unbewusstes dort, wo der tiefe Staat in uns zu Hause ist, auszuleuchten. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Ewald, in der Werbung ist es ja so, dass die Wiederholung, immer wieder Wiederholung, notwendig ist, um bestimmte Memory-Effekte verankern. Ja, das mal also wirklich, ich bin ja so damals Ende der 60er haben wir unser Fernseher bekommen und dann haben wir Werberaten gemacht und also wir waren richtig, richtig fit, weil wir es ja schon oft gesehen hatten, zu erkennen, was das jetzt für ein Produkt ist. Und du bist ja sozusagen ein Prophet dessen, dass wir unser Unbewusstes anschauen, damit wir wissen, wovon wir bisher sozusagen regiert wurden, ohne es zu wissen. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, es ist eigentlich eine neue Entwicklung, die wir geschaffen haben. Also für uns selbst eine Offenbarung, könnte man sagen. Passiert ist es eigentlich so im letzten, ich glaube, im letzten Dreivierteljahr ungefähr, vielleicht ein Jahr, ich habe es nicht genau im Schirm. Man weiß ja, ich habe meine Lebensschule und meine Frau leitet ja das Therapiezentrum, die ja dort wirklich in den Einzelsitzungen in die Tiefen des Unterbewusstseins einsteigen und arbeiten. Und das Thema unbewusste Programme haben wir in der Vergangenheit, und ich glaube, wie viele Kollegen von uns, immer probiert, wegzubringen, indem man die Glaubenssätze neu aufstellt. Mhm. Das ist so eine gängige Art und Weise. Auch wir haben das so getan und durchaus absolut erfolgreich. Sonst hätte man nicht diesen Erfolg. Aber wir dürfen eines feststellen, dass der Mensch, und bei uns selbst waren das ja da nicht ausgenommen, auch wenn die Glaubenssätze verändert sind, also ins Positive gedreht worden sind, erleben wir Menschen immer wieder eine Dauerschleife. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. So richtig bewusst ist mir das in folgendem Beispiel geworden. Das, glaube ich, ist wirklich ein perfektes Beispiel. Ich fahre seit 8 Jahren bei der gleichen Firma ein Auto und darf das alle halbe Jahr tauschen oder muss das tauschen. Also es ist so ein Fahrerprogramm. Das ist auf der einen Seite sehr angenehm, weil man immer wieder ein neues Auto bekommt. Auf der anderen Seite muss man nach einem halben Jahr das Auto halt abgeben. Da wird da wieder geschaut, was ist kaputt und so, und wird wieder abgerechnet. Du bekommst halt wieder ein neues. Und ich habe da einen guten Bekannten oder einen guten Freund, der fährt mir das Auto immer dorthin. Der macht es für mich. Und der hat vor 8 Jahren, das erste Mal, wie er das gemacht hat, hat er gesagt, oder das zweite Mal, sagt er, Ewald, mir ist da was aufgefallen. Wann immer ich deine Autos zurückgebe, was das zweite Mal ist, dann hast du 1, 2 oder mehrere Steinschläge oder Sprünge in der Windschutzscheibe. Ich dachte so nach und sage, okay, ja, stimmt, jetzt, wo du sagst, ne, aber das war mir auch nicht so großartig bewusst kurz. Ich bekomme sofort die Spiegelgesetze in Erinnerung, aber mach mal weiter. Jetzt, da war ich aber, weil einer, so ein Therapeut von uns sagte, wer weiß, ob das ein so typisches, unbewusstes Programm ist. Sag ich, du, da löst mir jetzt mal gar nichts auf.
da machen wir gar nichts. Also eine Glaubenssatzveränderung, obwohl ich, es müsste ja unbewusster sein. Also man trägt ja nicht den Glaubenssatz in sich. Ich habe immer einen Sprung in der Scheibe. Gut, das kann man mir zutreffen. Ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, also aber erzähl mal, meinen Senf gebe ich dann dazu. So, auf jeden Fall haben wir nichts getan und beobachtet. Und wie gesagt, vor 8 Jahren, alle halbe Jahr, also wir reden hier jetzt ungefähr von 14 in Folge zurückgegebenen, war es so, dass wir niemals das Auto zurückgeben konnten, ohne dass wieder ein oder mehrere Sprünge in der Windschutzscheibe waren. Und das passierte wirklich teilweise so, dass der vom Hof gefahren ist, neu abgeholt und es macht Klitsch und es war Materialfehler und die Scheibe hat ausgesehen wie Mosaik. Mir passierte aber auch so dazwischen mal, da war klar, am nächsten Tag um 7 holte das Auto ab. Ich bin noch mit meiner Frau zum Essen gefahren und sagt sie, schau mal, jetzt hat das Programm aufgehört, weil da war nichts. Und bei der Rückfahrt von dem Italiener bekomme ich einen Steinschlag um 23 Uhr irgendetwas. Verstehst du, da bin ich mal so aufgewacht, wo ich sage, es ist ja unglaublich, was auf dieser Welt passiert. Und wenn wir probieren, egal ob es mich betrifft oder jemand anderen, beim anderen tut man sich vielleicht ein bisschen einfacher, dass man sieht, der hat immer die gleichen Probleme oder auch nicht nur Probleme, sondern auch die gleichen Glücksmomente. Also wir erleben immer das Gleiche. Und das bestätigt aus meiner Sicht diese These, die Welt oder das Leben ist die größte Kopiermaschine der Welt. Wir erleben irgendwann mal etwas, das Leben oder das Universum, ist egal, wie wir es bezeichnen, geht her und sagt, das ist also dein Film, den muss ich wieder neu auflegen, halt mit neuen Schauspielern, mit ein bisschen einer anderen Situation, einem anderen Ort. Aber du wirst es immer und immer wieder stelle ich dich in diese Situation. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, zu meiner Frau, sage, wir sind noch nicht ganz rund. Weil wir durften feststellen, wir haben die Glaubenssätze zum Beispiel ausgetauscht bei einem Klienten. Der hat sich jetzt neu verhalten, definitiv. Aber trotzdem stellte ihn das Leben wieder vor diese Herausforderung. Also, wisst ihr meine Meinung dazu? meine Erfahrung ist die, und die habe ich damals in meinem Buch, Wenn wir wüssten, dargelegt, dass wir aufgrund von Traumata in der Kindheit, also meistens Trennungstraumata, Glaubenssätze entwickeln, unbewusst, die zu unserem Schutz da sind. Zu unserem Schutz. Das heißt, das sind keine negativen Glaubenssätze, ja, die wir irgendwo aufgeschnappt oder uns aufoktroyiert wurden, wie auch immer. Das mag dann in der Wiederholungsschleife so gewesen sein. Aber sie waren liebevoll intendiert. Und wenn wir dieses Liebevolle nicht erkennen, also wie wir uns als Kinder, und auch das gilt für einen Säugling extrem, ja, also der von seiner Mutter nach der Geburt getrennt wurde, das ist tiefste Todesangst und da musst du dich als Wesen schützen, ja, tiefste Todesangst. Und dieser Schutz, den kannst du nicht negativ nennen, auch wenn da steht, ich bin schuldig, bin nichts wert, aber es hilft ja diesem Wesen zu überleben. Und deswegen halte ich von diesem einfach nur Austauschen an der Peripherie, ja, halte ich gar nichts. Weil solange man diesen liebevollen Charakter nicht wahrnimmt, ja, dieser liebevolle Charakter, ja, der dem zugrunde liegt, wird es im neuen Kleide mit neuen Protagonisten und sonst was. Und bei der Scheibe, nach den Spiegelgesetzen, würde ich mich fragen, also Autos heißt ja selbst, Auto, das Auto repräsentiert mich selbst, was ist die Frontscheibe? Dadurch blicke ich. Das heißt, ja, mein Blick wird getrübt. Durch was wird mein Blick und dadurch meine Wahrnehmung getrübt? Würde mir jetzt als erstes einfallen. Ja, bin ich ja völlig in die Karre gefahren. Okay, ich weiß ja, du bist ja gerne der Mensch, der hinter den Kulissen schaut, etwas hinterfragt oder was sagt mir das? Ich bin vielleicht ein bisschen anders. Die war das auch lange Zeit. Ich bin ein bisschen anders. Ich sage, ich gebe dir vollkommen recht. Auch Glaubenssätze haben zu manchen Situationen, in manchen Lebensjahren eine absolut positive Wirkung. Aber wenn wir sie behalten und heute nicht mehr brauchen, wirkt es sich oft einmal nutzlos aus. Absolut. Aber worauf ich hinaus will,
Wir, mit wir meine ich gerade wir Lebensforscher oder so, glaube ich, haben eines übersehen. Wir schauen jetzt, was steckt dahinter, was ist es für eine Botschaft oder was ist der Glaubenssatz, was ist die Ursache, alles lieb und nett. Nur über viele Experimente, die ich dann angestellt habe, durfte ich feststellen, dass das Leben immer wieder das Leben, so wie es war, also mein Schauspiel wieder kopiert und wieder in Aktion setzt. Und es ist in so vielen Beispielen, ich habe zum Beispiel einen Unpünktlichen genommen. Der ist sein ganzes Leben, kommt der meistens unpünktlich. Dann haben wir die Glaubenssätze dementsprechend auch in der Tiefe ausgetauscht. Das heißt, er veränderte sich, er ist wirklich früh genug aufgestanden, im Gegensatz zu vorher. Aber du kannst den begleiten, da kommt, bevor der noch ankommt, kommt ein Stau, eine Baustelle, da kommt ein Telefonat. Es passiert, scheinbar von außen, ja. Es passiert permanent etwas, dass er wieder in die Situation gestellt wird. Genauso die Frau, die immer wieder vielleicht betrogen wird, erlebt er das nicht einmal mit ihrem Partner, sondern erlebt er das zigfach. Egal, wo sie hingeht, auch wenn sie das Umfeld, wo sie jemanden kennenlernen, verändert, passiert es wieder. Mhm. Genauso der Mensch, der immer wieder zu Geld kommt und es immer wieder verliert. Das heißt, der kann die Glaubenssätze verändern, der kann sein weltliches Handeln verändern und sagen, ich bin jetzt sparsam, ich pass auf, ich führe Buch und so weiter. Es ist aber trotzdem so wie verhext. Der kommt zu Geld und rums liegt etwas im Briefkasten oder irgendwo. Das Leben schafft diese Situationen. Und jetzt müssen wir mal dahinter blicken. Jetzt müssen wir uns mal eines klar werden, weil du die Eröffnung so wunderbar gesprochen hast. Wir sagen, wir brauchen gerade in dieser Zeit eine Hilfe, eine Rettung von außen. Keine Hilfe. Ja, ja. Wird uns keine Hilfe von außen. Genau, der Mensch sagt es. Das würde sich am liebsten wünschen, dass jetzt der Messias Trump oder Putin, egal wer immer, der haut dazwischen, alles ist gut. Ne? Nein, weil wir schaffen jetzt schon wieder ein Programm, was sich wiederholt. Das heißt, dieses Programm, egal wie ich aufgestellt bin, läuft in mein Leben hinein. Es läuft in mein Leben hinein und ich kann mich fast nicht dagegen wehren. Ich erzähle dir ein anderes Beispiel. Ich wollte mal ein Haus verkaufen, was mir gehört hat. Und es war ganz wichtig, dass ich das verkaufe. Das war schon eng, das war nicht meine Glanzzeit im finanziellen Bereich. Und egal wie viele Menschen das gekommen sind, es kamen viele, viele Menschen. Und jeder hat gesagt, weil ich bin ja mit dem Preis schon runtergegangen und so. Jeder hat gesagt, super, Traum, nehmen wir und. Und jeder hat abgesagt. Jeder, das war, kannst du dir das vorstellen, gerade in so einer Bredouille, wenn man steckt und man hat wieder die Hoffnung, der ist wieder da und der sagt, unglaublich, für das Geld wäre man ja blöd und das ist ja so toll und riesig. Und weg. Und weg. Und weg. Dass ich dort gesessen bin, wir haben, glaube ich, mir alles getan. Alle Techniken, die wir je entwickelt haben, gemacht haben. Ich habe alles gemacht. Ich war am Verzweifeln, weil meine Schüler sind immer zu mir gekommen. So, Ewald, bei mir ist wieder ein Wunder passiert, bei mir ist alles aufgegangen. Super, deine Techniken, deine Lehren, dein Therapiezentrum, alles toll. Und ich bin dort gesessen und habe mir gedacht, bitte, lieber Gott, gib mir irgendwas. Warum ich nicht? Ja, nun, weil wir als Lehrer ja das lehren, was wir lernen wollen. Das sowieso. Ja. Also teach the most you need. Ja. Aber nochmals, wir Menschen, jetzt müssen wir mal genau hinschauen. Wir erleben immer die gleiche Dauerschleife. Es ist immer der gleiche Film, immer der gleiche Film. Und auch wenn wir uns verändern mit den Glaubenssätzen, egal was auch immer, oder im Verhalten oder in der Denkweise, egal wie auch immer, kann sein, dass wir das einen anderen Weg begehen, aber das Leben führt uns im Regelfall wieder in die gleiche Situation, dass der wieder absagt. Bis ich irgendwann auf den Punkt gekommen bin, wie wir das lösen können. Das ist eigentlich die letzte Forschung, die wir hier sehr aufwendig betrieben haben. Ich glaube, mit 600-700 Probanden habe ich dieses Experiment, also das ist ja immer so, wenn wir forschen, ist es so, dass ich Gedanken habe, ich tausche mich mit meiner Frau aus, wir probieren es bei uns selbst, beobachten, reflektieren und sagen, hat sie jetzt was getan oder nicht. Und dann spielen wir das in einem Spiel mit Probanden. Und die bekommen die Aufgabe und wir tun wieder reflektieren und dann schauen wir, wie ist das zu entwickeln und wie funktioniert das. Das heißt dann so, mit der Erkenntnis, dass unabhängig von uns, von unserem Zutun im Hier und Jetzt, wir immer in die gleiche Situation springen. Scheinbar. Warum scheinbar? Weil wir mit allem, was ist, verbunden sind. Ja, weil wir durch unsere tiefsten Überzeugungen, aus meiner Sicht, eine Realität
erschaffen. Ich sage diese Glaubenssätze, tiefen, ja, unbewussten ja. Glaubenssätze, sind ja Ingenieure ja. unserer Realität. Ja, der die deswegen Ingenieure. Nur scheinbar mit uns. Ne, der Stau, was habe ich mit dem Stau zu tun? Ja. Natürlich habe ich was mit dem Stau. Ich bin ja in dem Moment ja, der Stau. Jetzt möchte ich dich korrigieren. Bitte doch. Ich sag, wir sind die Arrangeure, ja. Die Architekten ja. des Ganzen, aber aus der Vergangenheit. Also nochmals, wir erschaffen es, ich gehe damit. Mhm. Wir erschaffen es aus dem Unbewussten, egal wie auch ja. immer. Bringen dieses Programm ins Laufen. Wir verändern uns, wir sind jetzt Neuarchitekten. Wir haben eine neue Denkweise, ein neues Programm im Unterbewusstsein erschaffen. Und das alte Programm läuft weiter. Und bringt mich wieder und wieder und wieder in die gleiche Situation. Und wieder, egal wie ich mich verändere, es bleibt bestehen. Und dort ist bisher fast noch keiner eingestiegen. Wir verändern immer wieder den Architekten in der Denkweise oder in der Gefühlswelt, egal wie auch immer. Trotzdem ist das Leben, ich sage mal so, dass es nur sagt, ich setze dir trotzdem die Situation, obwohl es schon ewig vorbei ist und du dich verändert hast, setze ich immer wieder neu ins Feld, immer wieder neu ins Feld. Beobachten wir doch, so viele Menschen gehen zur persönlichen Weiterentwicklung, verändern sich sichtbar in der Denke, im Sprechen, im Fühlen, in allem, was sie haben. Und wenn ich sie wieder treffe, sagen sie, aber eins ist schon komisch, dass ich immer einen Zwist in der Familie habe. Egal wer es ist, ist immer gegeben. Das ist nicht verschwunden. Obwohl ich ein anderer bin wie damals vor x Jahren. Und jetzt geht es darum, dass wir uns mal wirklich anschauen, kann ich dieses parallel laufende Programm, was ich eigentlich als Kopiermaschine entwickelt habe, kann ich das stoppen? Das ist der Punkt. Und wenn ich das stoppen kann, dann habe ich nicht nur die Fähigkeit, mich zu verändern, das haben wir ja komplett, aber ich habe auch die Fähigkeit, die Dauerschleife des Lebens zu verändern. Jetzt bin ich auf deine Lösung gespannt. Also super. Wie du das machst. Sehr gut. Weil ja? ich habe da meinen eigenen Zugang. Ja, 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 okay. Also, der erste Punkt ist, ich muss das Programm erkennen. Ja. Also wenn ich in die Situation wieder komme, müsste ich so gewahr sein, dass ich sage, jetzt beginnt es wieder. Das Spiel beginnt wieder. Ja. Hört sich als leichter Punkt an, ist nicht leicht. Weil im Leben ist es ja so, wir leben da so dahin und dann schleicht sich das wieder ein, das bahnt sich an, irgendwann sind wir wieder drin, dann erledigen wir es wieder, dann kommen wir wieder raus und dann beginnt es wieder von neuem. Der erste Punkt ist zu sagen, das bin nicht ich. Es hat auch mit mir nichts mehr zu tun. Es ist nur die Kopiermaschine. Und jetzt beginnst du wieder, du bist wieder da. Das ist der erste Punkt. In dem Moment nehme ich die Schuld von mir weg. Weil mir klar ist, ich habe mein Bestes schon getan, aber das beginnt jetzt wieder, das Alte ins Leben zu holen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich die Zielsetzung, dass ich die Angst verliere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar verliere ich die Angst, indem ich das mir bewusst mache, was dieses Programm kann und was es nicht kann. Ich wiederhole, der zweite Punkt ist, ich mache mir bewusst, was kann das Programm und was kann es nicht. Jetzt werden Zuschauer sagen, es ist ja einfach. Zum Beispiel, es kann mir immer wieder mein Geld wegnehmen. Bleiben wir mal bei dem, der mir das Geld verliert, okay? Dann sage ich, das ist ja nur ein Teil deines Programmes, ein Miniteil. In Wirklichkeit ist das Programm so, es bringt dich in eine Situation, dass du überhaupt Geld hast. Das ist ja schon mal gut. Jetzt bahnt es irgendetwas an, damit du es verlierst. Das ist jetzt der weniger schöne angenehme Punkt. Das Programm ist immer noch nicht beendet. Weil jetzt beginnt es schon wieder in die Schleife zu gehen und lässt dich wieder aufstehen und etwas Neues kreieren und eine Situation erschaffen, dass du wieder zu Geld kommst. Und es geht wieder weiter, verlieren und wieder aufstehen. Das heißt, das Programm ist nicht nur das Negative, sondern das Programm ist positiv, negativ aus unserer Sicht jetzt. Gell? Also angenehm und unangenehm ist genau, angenehm und besser, ja, viel besser. Unterscheid, viel besser, danke. Wir wissen nicht, was das ja, Unangenehme absolut. Für positive Effekte hat. Absolut. Also angenehm, unangenehm. Und so geht es weiter. Also muss ich mir klar werden, was das Programm kann und was nicht. Das ist schon mal für viele Menschen gar nicht so einfach, weil wir
sehen natürlich das Unangenehme oder verbinden das mit Thema Programm. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt muss mir klar werden, dass ich vor diesem Programm, das kann genau das, was ich beschrieben habe, aber es kann nicht mehr. Es kann genau das, es ist wie eine Maschine, das ist, ich wiederhole mich, eine Kopiermaschine. Das kann nur das. Und somit, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, verliere ich die Angst davor. Probieren wir ein Beispiel zu machen. Der Mensch, jetzt bleiben wir wieder bei dem Geld, der hat jetzt das schon erlebt 30 Mal. Okay? Als Beispiel, im Regelfall 300 Mal. Mhm. So, wir haben das jetzt 30 Mal erlebt. Und 30 Mal sind wir lebend rausgekommen. Jetzt passiert es zum 31. Mal. Und wir haben wieder Angst. Wir sagen wieder, oh Gott, dieses Mal könnte es mir den Kopf kosten. Dieses Mal könnte es verheerend sein. Nein, dein Programm kann etwas und kann viele Dinge nicht. Und es kann genau das, was es die letzten 30 Mal gemacht hat und nicht mehr. Das heißt, und das ist ein ganz erlösender Punkt, dass der Mensch, der Klient, der Betroffene, ich sagen kann, alles klar, das ist jetzt da, von mir aus spielen wir nochmal, weil du aus der Vergangenheit und aus, von mir aus spielen wir nur ein, zwei Mal, wir haben es ja eh schon 300 Mal durchgespielt, machen wir es halt nochmal zwei Mal, das ist ja, ja egal, wurscht, mir kann eh nichts passieren. Das ist der entscheidende Punkt. Ausstieg, ja. Jetzt komme ich heraus, ich bin immer gefangen aus dieser, ja, aus der Angst, die uns lähmt. So, und jetzt gehen wir zu dem dritten Punkt über. Und der dritte Punkt ist, dass ich hier kein Wunder einfordere. Also kein Wunder, sondern ich fordere das ein, was eigentlich fast jeder hat. Wir bleiben wieder beim Geld. Ich fordere das ein, dass das Geld halt, ich habe es verdient, ja auch bei mir halt bleibt. Das ist jetzt kein Wunder, das ist ja nichts. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich fordere kein Wunder ein, sondern ich fordere wirklich mein Recht, das ganz Normale ein, so wie Millionen von anderen Menschen, die es ja auch haben. Also nichts Besonderes. Das ist aber wichtig, weil gerade der Mensch, der in dieser Situation steckt, für den wäre ein Wunder, wenn man ohne den Verlust leben könnte. So, wir fordern das ein, und zwar, indem, das ist eigentlich immer der wichtigste Punkt, zu erkennen, die bewusste Entscheidung, wirklich die bewusste Entscheidung, steht immer über der Unbewussten. Das Programm kommt aus der Unbewusstheit, setzt sich durch, aber ich kann, wenn ich eine Entscheidung treffe, alles sofort stoppen. Ich sage immer so gern, wenn der Mensch wirklich aus dem tiefsten Herzen und mit voller Emotion eine Entscheidung trifft und dahinter steht, verändert sich die Richtung des Lebens. Die Entscheidungsgewalt eines Menschen ist eine unwahrscheinliche Macht, die wir besitzen. Die wir, auch wenn jemand sagt, ich bin jetzt im Geistigen gar nicht... Also das Wort alternativlos ist so ein Lähmungsgift. Wir haben keine Alternative, außer die Spritze als Beispiel. Zum Beispiel. Alternativlos. Keine Entscheidung, nur ein Weg. Das ist ja, eben. Und es ist ja immer das. Der Mensch dreht sich ja in die Richtungen. Aber wenn der Mensch wirklich die Entscheidung trifft und sagt, so ist es, so mache ich das und da bleibe ich stehen, dann muss sich die Welt nach ihm richten. Und das haben wir Menschen im täglichen Leben, das hat er auch schon jeder mal gemacht, wo er aus Wut und aus, weil es ihm gereicht hat, gesagt hat, in der Familie vielleicht, und Schluss, das dürft ihr nie wieder machen. Hat er wirklich einen Schlussstrich gezogen und dann ist auch Ruhe. Verstehst du, solange wir uns immer richten nach den anderen Dingen, bleiben wir Opfer. Also ich fasse den dritten Punkt zusammen. Das wollte ich dich gerade bitten. Also als erstes mache ich mir klar, wie möchte ich mein zukünftiges Leben haben? Also wie soll diese Dauerschleife laufen? Und mir muss mal klar werden, ich fordere kein Wunder ein. Die Frau, oder der Mann, der wo betrogen wird, immer von der Frau, machen wir es jetzt mal umgekehrt, damit wir wieder den Gleichstand haben, den ist in dem Moment, wäre das ein Wunder, dass die Nächste das nicht auch tun würde. Nein, wir müssen ansehen, das ist jetzt ganz normal. So leben Millionen von Pärchen oder Milliarden von Pärchen, die sich nicht betrügen, verstehst? Ja. Also ich fordere nichts Ungewöhnliches ein. Aber das entscheide ich jetzt, darauf bestehe ich. Das ist mein Geburtsrecht, das ist mein Recht als Mensch. Und hebe das alte Programm auf. Ohne, jetzt mal wirklich, ohne die Entstehungsgeschichte dieses Programms irgendwie zu beachten. Ohne den Hintergrund, warum, also zum Beispiel zu spät kommen. Ja, zu spät kommen ist
aus meiner Sicht hat etwas häufig damit zu tun, dass ich gesehen werden möchte. Weil die, die zu spät kommen, werden von allen gesehen. Nicht unbedingt immer freundlich, aber man bekommt Aufmerksamkeitsenergie. Ne? Aber einverstanden. Also zum Beispiel, ja. Wenn ich also da, wenn mir das immer wieder passiert, dass ich zu spät komme, würde ich sagen, okay, wo wurde ich in meinem Leben nicht gesehen und ja, hab alles dafür getan, um gesehen und dass ich dann mich selber erstmal sehen lerne. Götz, ich verstehe dich, pass auf, die Frage zu beantworten. Nochmals, der Mensch, also ich empfehle immer Folgendes. Es kommt heute der Mensch zu mir auf den Day of Change. Dort machen wir ja solche Themen. Wir sehen uns ja diese Technik an. Mhm. Ich implantiere diese Technik. Wir arbeiten das aus. Wir probieren dabei spielerisch zu machen. Er spielt es dann nach diesem Day of Change, spielt er das in einem Spiel Tag für Tag, damit es reingeht. Aber ich sage immer, heb die Ursache auf bei meiner Frau im Therapiezentrum. Okay. Okay? Immer. Aber reden wir doch mal Tacheles aus der Praxis. Viele sind jetzt bei mir auf dem Day of Change, aber sagen, ach, das ist mein Therapiezentrum, das mache ich irgendwann, zum Beispiel. Einverstanden? Wenn es nicht tut, kann ich es trotzdem aufheben. Ich kann das Programm aufheben. Er wird sich aber noch gleich verändern und wird das gleiche Denken, die Glaubenssätze noch haben. Er wird sich gleich verhalten, aber trotzdem stelle ich die parallele Kopiermaschine, die stelle ich ab. Das hat nichts damit zu tun, dass er sich verändern soll. Die geniale Lösung ist natürlich beides. Mhm. Ich verändere meine Glaubenssätze, meine Einstellungen, meine Präferenzen. Somit bin ich anders, ich reagiere anders, ich erschaffe anders. Und parallel auf der anderen Seite bringt mich das Leben nicht wieder in diese Bredouille. Das ist die perfekte Lösung. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu Punkt 3 und fassen ihn zusammen. Erstens, ich fordere nichts Großartiges ein, sondern eine ganz normale Sache. Zweitens, die bewusste Entscheidung steht immer über die unbewusste. Wenn ein Mensch eine wahre Entscheidung aus tiefstem Herzen trifft und am besten noch aus einer Emotion heraus, ich werde gleich noch was dazu sagen, dann ist es so mächtig, dass das Leben sich nach ihm richten muss. Und er stellt dieses Programm abrupt ab. Komplett. Und jetzt möchte ich dazu sagen, am liebsten aus einer Emotion heraus. Ich weiß, dass Kollegen von mir sagen würden, triff die Entscheidung, dass du jetzt frei lebst und sag dem Programm, schön, dass du da warst, du darfst jetzt gehen. Ja, ich würde es lieber sagen, bring es aus der Emotion heraus und sag, du scheiß Programm, was ich vielleicht schon lange nicht mehr bin, hast die ganze Zeit mir Situationen verschafft, die mir nicht gefallen haben und deswegen schicke ich dich jetzt in die Wüste. Also zu Deutsch, verpiss dich. Ich triff die Entscheidung, ich gehe einen neuen Weg, ich habe die Entscheidung getroffen, ich will da nicht mehr leiden, ich will nicht mehr betrogen werden, mir soll das Geld nicht mehr genommen werden, ich soll nicht mehr krank werden, ich soll nicht übersehen werden, ich soll nicht geschlagen werden, ich soll nicht und ich will nicht. Fertig, Ende, ab und jetzt, nochmal Entschuldigung, verpiss dich, raus aus meinem Leben, Ende. Deine Zeit ist abgelaufen, zratsch. Aus der Emotion, so wie wir oft denken zurück im täglichen Leben, sagen, so, jetzt ist Schluss. So in der Schule, du haust mir jetzt keine mehr aufs Maul. Verschiss der Peiniger. Jetzt ist Schluss, wo wir aufgestanden sind. Und genau da müssen wir aufstehen. Dann stellen wir diese Kopiermaschine, nicht die Ursache. Gell? Ursache ist ein anderes Thema, aber die Kopiermaschine stellen wir ab. Und das ist so wichtig, weil wir immer wieder in die gleiche Situation kommen und irgendwann ergeben wir uns, weil wir das 300 Mal erlebt haben, sagen, so, jetzt komme ich wieder zu Geld oder ich komme wieder zu einem Partner oder ich komme wieder zur Gesundheit und dann habe ich das Nächste. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und da sind wir drin. Und das gilt es abzustellen. Und zwar genau jetzt. Und jetzt werden wir ein Freigeist, ein freier Wille. Jetzt beginnen wir unser Leben zu bestimmen und nicht in der Kopiermaschine zu bleiben. Schau, ich möchte nur ein Beispiel geben. Du musst mich noch überzeugen. Ja, ich kann mich ja hier nicht rausnehmen, weil du hast eben diese beiden Alternativen. Es ist dein Weg zu sagen, verpiss dich. Und tatsächlich, mein Weg wäre den ersten, ich weiß, zu sagen, ja. Darum führe ich ja so gerne mit dir Interviews, weil wir über polarisieren. Ich habe diese Glaubenssätze in mein Leben gerufen, um mich zu schützen. Also habe ich einen liebevollen Akt vollzogen. Und da kann ich nicht einfach sagen, verpiss dich, sondern vielen Dank, dass du mich so lange geschützt hast und mir jetzt
dieses Programm bewusst geworden ist, dass ich als Erwachsener nicht mehr brauche, weil es im Wege steht. Ich danke dir, du darfst gehen. Ich gebe dir sogar noch, was weiß ich, ein Stück Land als Ritter sozusagen. So, pass auf. Dann sage ich so, um in deine Worten zu sprechen. Danke, liebes Programm, dass du mich damals, diese Kopierschleife, erfunden hast, wie ich von 6 bis 10 war. Da warst du total wichtig. Ja. Die letzten 40 Jahre hast du mich gegeißelt. Und jetzt kannst du verpissen. Weil die letzten 40 Jahre warst du nicht brauchbar. Ich möchte es nur deutlicher sagen. Wenn wir immer hergehen und etwas gut loben. Also stell dir mal vor, genau im Leben, da wo wir mal gesagt haben, so jetzt reicht, sie lassen uns nicht mehr gefallen. Schluss, zu einem Menschen zum Beispiel. Ja. Zu dem hast du ja auch nicht gesagt, danke, dass du mir 711.000 Mal auf die Schnauze gehauen hast. Vielen, vielen Dank, schön, dass du da bist, ich gebe dir nur alles mit, mach dir eine schöne Zeit. Das sagst du nicht, weil dann gehst du auch auf Barrikaden. Wo ich hinaus will, ist die Emotion, die hinter einer Entscheidung trifft. Ob du die so mit Worten wählst, jetzt wie ich, das ist typenunterschiedlich. Aber ich möchte eine Emotion sehen. Ich möchte, dass du Schluss machst mit dem Programm, dass du es unterbrichst. Und ich glaube, wir reden beide noch aneinander vorbei, Götz. Du meinst immer, das, was jemand im Glaubenssatz und so weiter hat, das spiegelt sie wieder. Nochmals, das ist eine Seite der Entstehung. Ist der Glaubenssatz aufgehoben, müsste die Situation, dass ich in die Warteschleife, dass ich das kopiert, aufheben. Das ist etwas anderes. Ja, genau darum geht es doch. Wenn du meine Abneigung gegen Affirmationen, aber gegen die Vorstellung, wenn wir da, ich habe immer das Bild eines Baumes, okay? Hm? Jeder Baum ist von der Wurzel her gesund oder von der Wurzel her krank. Es hat überhaupt keinen Sinn, ob du die Früchte, die faulen Früchte, sozusagen aberntest und darauf hoffst, oder du klebst vielleicht neue dran, die golden sind. Es geht um die Wurzel, weil ein Baum oder eine Pflanze gesundet, wenn ich die Wurzel behandle mit guten Humus und so weiter und so fort, dann kann der Baum auch gute Früchte tragen. Wenn ich aber nur einfach Früchte, die schlechten abschneide, so unsere Schulmedizin, und sage, Symptom weg. Nein, es kommt immer wieder. So lange, bis ich mich an die Wurzel begebe und da sage, vielen Dank, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann ist im Außen, ich habe genügend Beispiele aus der Praxis, auch im Arbeitsamt, eine junge Frau, die sich von einer Zahnärztin in der Ausbildung beschimpfen ließ. Richtig, übelst vor Patienten. Hat ihre Lehre abgebrochen, weil sie nicht mehr zum Arbeiten, also nicht mehr zum Lernen kam und so weiter. Bis sie gesagt hat, Schluss. Ja. Schluss, aus, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ja, da sind wir d'accord. Ja. Absolut Natur. Also wir haben eine Schnittmenge. Wunderbar. Okay, ich glaube, wir reden im Endeffekt schon von dem Gleichen. Also nochmals, ich möchte es betonen. Die Dinge, die mich jetzt belasten, die mir nichts mehr bringen, das schon lange abgelaufen ist, was mir heute nichts mehr sagt, wo ich die Ursache schon 511 Mal aufgehoben habe, jetzt ist Schluss. Aufheben mit dem Programm und die Entscheidung zu treffen. Ja. Und in dem Moment, und das können wir beweisen, geht es bei jedem auf einmal in eine andere Richtung. Das heißt, das Leben versetzt uns nicht mehr in die Situation, dass wir unpünktlich kommen. Es versetzt uns nicht mehr in die Situation, dass wir finanziell in eine Bredouille kommen. Dass wir. In dem Moment hören wir auf. Ich möchte noch ein Beispiel geben zur Abrundung, wo mir das auch noch mal so richtig, richtig, richtig bewusst geworden ist. Ich glaube, es ist ja bekannt, dass wir das Thema Berufungsfindung machen. Eines der wichtigsten Themen aus meiner Sicht auf diesem Planeten. Bei den Menschen, wir bieten ja jeden Menschen an, also meldet euch, kostenlos ein Coaching von uns zu bekommen zum Thema, ich finde meine Berufung. Ob ihr dazu ein Gespräch braucht, 2 oder 3, ist unser Problem oder 5 unser Problem. Im Regelfall finden wir es im ersten oder zweiten. Die Menschen, also wir sind mittlerweile so, wir finden es bei jedem heraus. Jeden. Wir haben über 100 Coaches, die sind top ausgebildet, die finden das heraus. Und jedes Mal, wenn jemand seine Berufung gefunden hat, dann beginnt sich etwas im Leben zu drehen. Wir bekommen Motivation, wir bekommen Sinn. Warum sind wir auf dem Planeten? Wir bekommen Energie, Vorfreude und so. Und jetzt passiert von den allen, sagen wir mal, wenn 100 die jetzt gefunden haben, gehen trotzdem nur ungefähr 40-45% mit uns den Weg in die Umsetzung der Berufung. Und 50-55% sagen, ach schön,
dass ich das jetzt weiß. Ironisch ausgedrückt. In Wirklichkeit sagen sie, geil, cool, das werde ich machen, aber das geht jetzt nicht. Dann sage ich, warum geht das jetzt nicht? Und jetzt, pass auf, jetzt kommt. Weil mein Kühlschrank gerade Geburtstag hat, weil die Tapete neu frisiert werden muss, weil, du weißt das immer. Ja, ja, weil jetzt ist gerade mein Sohn aus der Schule gekommen oder was weiß ich, oder jetzt ist finanziell, oder keine Ahnung, oder jetzt ist Winter, am besten wäre es im Frühjahr zu machen. Der nicht will, findet Gründe, der will ja. Aber dann schaue ich immer dahinter mit dem Programm. Und dann sage ich oft, erzähl mir mal in deinem Leben, wann du mal Chancen bekommen hast und was dann passiert ist. Und das ist genauso ein unbewusstes Programm. Und dann sage ich immer, ich würde es an deiner Stelle auch verschieben. Dann sagt er im Regelfall, schon, oder? Dann sage ich, ja, und weißt warum? Weil dann hast du die Erfahrung, wirst du machen, es wird nie der richtige Zeitpunkt kommen. Weil dein Programm, das, was parallel läuft, wird dich immer wieder, und dieses Mal bist du bei deiner größten Chance. Du bist einen Schritt gegangen, so weit gehen die wenigsten Menschen. Du weißt deine Berufung, du könntest jetzt umsetzen und jetzt beginnst du wieder, weil das Leben schickt dir das rein, das gibt dir immer einen Grund, dass du sagst, jetzt nicht. Und somit wirst du immer der Gleiche bleiben. Wir bleiben immer in der gleichen Warteschleife. Wir träumen und möchten etwas erreichen oder möchten etwas uns verändern. Ihr werdet es nicht tun, solange ihr die Programme nicht unterbricht. Und solange ich in meinem Hamsterrad bin. Und genau jetzt in dieser Zeit, wo ich sage, jetzt haben wir sogar Angst, dass wir den Job, den wir nicht lieben, also unsere Nichtberufung, verlieren. Und sind da, eigentlich wäre es die Befreiung. Jetzt müssen wir autark leben. Ja, das, ich sage zu den Menschen immer, wenn ich sie am Telefon habe, und im Moment ist das nicht so schön, weil die jammern alle rum, dann sage ich, ich verstehe euch ja. Du wirst in der Arbeit geknechtet, du musst dich testen lassen, du musst dich impfen lassen. Sage ich, ihr habt den ganzen Scheiß nicht. Weil ich autark lebe, weil ich ein sinnvolles Leben habe, weil ich den Menschen helfe, weil ich meine Berufung gefunden habe, da, wo ich keinen dazu brauche. Das ist Leben. Wir müssen uns verändern. Wir müssen raus aus diesem Hamsterrad, raus aus dieser Kopiermaschine. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen für uns, für unsere Liebsten in eine Richtung gehen. Und aber uns als erstes zu verändern und diese Parallelläufe des Lebens einfach stoppen. Am 29.30. gebe ich ja wieder den nächsten Day of Change. Da wird ein großes Thema, diese bewussten Programmauflösungen sein. Ende des Jahres jetzt. 29.30. Januar. Januar. Muss ich aber dazu sagen. Ne? Sagen ja viele, wenn du darfst, sage ich, darf ich. Also bleibt da drin in der Option, werden wir machen. Und der schöne Vorteil ist ja, dass den Day of Change jeder Mensch einmal für einen Schnupperpreis besuchen kann, für einen lächerlichen Preis von 149 Euro. Und dort werden wir wieder zeigen, dass ab diesem Zeitpunkt die Welt oder mein Leben nicht mehr so sein wird, wie es bisher war. Es ist der Tag der Veränderung. Wir Menschen müssen hergehen und wir müssen Entscheidungen treffen. Gefällt mir mein Leben so? Ja, nein. Und es gibt viele Dinge, die uns gefallen im Leben. Es gibt aber viele Dinge, die hätten wir gerne besser. Und jetzt ist der Zeitpunkt, seine Berufung zu finden, seine Entscheidung zu treffen, seine Programme abzustellen, seine Glaubenssätze liebevoll wegschicken. Okay? Entlassen. Ja. Entlassen. Die das Glaubenssätze ist nämlich, das, entlassen. Wenn ich sage entlasse, ich entlasse sie aus meinem Dienst, ja, den ich mal angeordnet oder sie gebeten habe, mich zu schützen, dann habe ich die Macht bei mir. Ich bin nicht Opfer meiner Glaubenssätze. Das ist so die Denke, die... Ja, die habe ich auch. Nochmal, die Programme, also die Glaubenssätze tue ich entlassen, da gehe ich mit. Und das mit Liebe und allem drum und dran. Das Programm, das sich parallel gebildet hat, was nur kopiert ist, das hat keinen Sinn nicht. Das ist ein Tool der Glaubenssätze. Und nochmal, wie lange wollen wir noch den gleichen Mist erleben und immer über das Gleiche aufregen? Das muss ja mal ein Ende haben. Es muss ja mal ein Ende haben. In dieser jetzigen Zeit, wo wir sind, ist es ja auch im Endeffekt die Kopiermaschine. Da oben sagt jemand was und wir sagen, hu, 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 kusch, kusch. Oder die anderen sagen, mit mir nicht. Und jetzt sind genau die beiden, wir sind ja beide betroffen, der Geimpfte und der Ungeimpfte ist betroffen, jeder ist betroffen. Und jetzt gehen die beide aufeinander los, das ist, die spielen seit Millionen Jahren und keiner checkt's. Und wir sagen, der ist schuld und die sind schuld. Nein, wir sind schuld, weil wir eine Zwietracht aufkommen lassen. Programm in die Wüste schicken, wir sind alle Menschen, wir sind verbunden, wir haben ein gemeinsames Recht zu leben und das stehen wir jetzt ein und das tun wir. Und jeder auf seine Art. Dann würde sich die Welt verändern. Ja. Es ist Zeit, jetzt gerade in diesem Moment, ein neues Leben zu schaffen für sich. Dafür hat das Ganze vielleicht keinen Sinn. Krise heißt Entscheidung. Das darf man sich immer wieder genau deutlich machen. Entscheidung. Genau. Und jetzt ist auch die Zeit für uns gegeben, wo wir mal nachschauen, was wollen wir noch in unserem Leben?
Die schönen Dinge behalten wir uns. Die, die uns stören, schmeißen wir über Bord. Die Berufung jetzt zu finden, jetzt haben wir die Zeit dazu. Ohne Stress. Ohne Stress? Weil, das kann ja auch ganz schön stressig sein. Ich suche schon seit Jahren nach meiner Berufung. Ich habe es immer am Telefon. Ich mache das selber auch lieben gern. Wo Menschen sagen, Ewald, bitte, du hast gesagt, du findest in ein, zwei, drei Gesprächen. Glaube ich nicht, weil ich suche seit 30 Jahren. Mhm. Ich bin um den ganzen Erdball gereist, habe Vermögen ausgegeben und ich habe es immer noch nicht. Dann dauert es meistens 5 Minuten. Mhm. Dann haben wir sie. Ja. Verstehst? Aber jetzt ist der Zeit keinen Stress. Ich brauche einen Profi. Dazu haben wir das Programm ja entwickelt, wo ich sage, ich schenke es jedem. In dem Moment verbessern wir was auf der Welt. Weißt? Wir bringen 45% erfolgreich in seine Berufung auf 1, 2, 3 Monate hinein. Das heißt, nach 3 Monaten sagt er, das ist ja so, als wenn ich noch nie was anderes gemacht hätte. Ich habe meine Kunden, ich habe mein Ding, das läuft, ich bin da drin. Das ist ganz, ganz große Kunst, aber das brauchen wir auch, weil den eigenen Umbruch zu schaffen, aus dem Nichts, das wissen wir alle, ist schwierig, kostet Geld, kostet Zeit, weil wir haben ja viele Fehler machen. Aber wir helfen da drinnen, wir machen, wir tun. Und somit haben wir viele Menschen jetzt in ein autarkes Leben, ein sinnvolles Leben geschickt, die heute sagen, das war der wichtigste Moment in meinem Leben, wie mir dann endlich die Berufung Bing gemacht hat. Und da hast ein, mir fällt jetzt nochmal ein Aspekt ein mit der Angst. Also in diesem Programm. Dass Angst im Prinzip ja eine erstmal sehr niedrig schwingende Energie ist, die offensichtlich eben ja auch ein probates Mittel ist, um Menschen manipulieren zu können, ist das eine. Aber Angst erzeugt ja auch eine Aufmerksamkeitsenergie. Ja, wenn ich permanent Angst habe, krank zu werden, dann sende ich ja im Prinzip durch meine Aufmerksamkeit natürlich, auf Krankheit natürlich. Ja, heraus, Krankheit. Was soll denn das Leben machen, als mir dann sozusagen auch Symptome oder sonst was zu schicken? Du hast die ganze Zeit, denkst du ja an nichts anderes. Ja, also aus der Angst auszusteigen und zu sagen, nee, ich habe jetzt diesmal keine Angst, das Geld zu verlieren. Weißt du was? Ich gebe es einfach vorher gut aus, investiere, bevor ich's. Ich gebe es lieber. Am Ende habe ich auch nichts, aber ich habe dafür, ich habe es bewusst ja, ausgegeben. Okay, aber das fällt ja, mir dazu ein. Einverstanden, aber ich würde dann weil es soll ja sowieso fließen. Also ich würde jetzt wieder sagen, verpiss dich, Programm. Das Geld bleibt bei mir, ist mein Geld, habe ich verdient. Gell? Also du hast ja nichts damit zu machen. Ja, ich bin ja fürs fließende Geld. Ne? Ja, also ja. Einfach rein okay. Und wieder raus und okay. Rein und wieder raus. Ja, aber bitte, gar darf schon, ein paar Spuren dürfen so. Schon haften bleiben. Da habe ich nichts dagegen. Ja, also ein kleines bisschen, dass ich weiß, dass ich meine Miete bezahlen kann für den nächsten. Du, ich bin lieber für ein großes bisschen. Ja, doch gut. Ich sage immer, holt euch alles im Leben, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, verstehst? Okay. Alles im Leben, deswegen kann ich genauso der Menschenhelfer sein, deswegen kann ich genauso im Fluss sein. Aber nochmal, wir müssen nicht in eine Demut gehen, dafür haben wir haben eine große Schöpferqualität, weißt? Und wenn du heute, jeder, der dieses Programm jetzt mal so ausprobiert, diese Programmauflösung, wenn du die 3 Schritte machst, wirst du sehen, und der wichtigste Punkt ist da drin, zum einen, dass ich die Angst verloren habe, aber der wichtigste Punkt ist echt, glaub mir's jetzt, diese Entscheidung aus einer Emotion heraus, wo ich wirklich sage, und jetzt ist gut. Mhm. Ob ich das gelassen sage, da sind wir eh oft am gefährlichsten, weißt du, wo ich sage, jetzt ist gut, Schluss jetzt, oder wieder voller Emotion, aber es ist wichtig, dass wir eine echte Entscheidung aus der Emotion treffen. Mhm. Und dann nehmen wir das Leben in die Hand, und das geht nicht nur im Eigenleben, sondern somit werden auch solche kollektive Probleme werden gelöst, weil Menschen eine Entscheidung getroffen haben und stehen bleiben, und da können die sich den Mund fasslich reden oder irgendwas anderes, und die bleiben stehen, schauen sich das mehr oder weniger von draußen an und sagen, nö. Nein, mittlerweile ist es eh so, ihr verstrickt euch immer mehr in die Unwahrheit, wird schon lächerlich, jetzt ist ja Kasperltheater. In einem Kasperltheater gibt es im Regelfall nur einen Kasperl, da gibt es viele. Aber wie gesagt, für mich auch, wir sind an einem Punkt der Menschheit, zumindest hier im Westen, wo wir aus dem Kindheitsalter in das Erwachsenen, ja, also Jugend können wir jetzt mal, die gab es früher auch nicht. Meinst du geistig oder meinst du jetzt? Ja, insgesamt. Ja. Guck, du kannst es ja sehen, es gab Kaiser,
ne? Und Könige, die wie der große Vater, ne? Und der Gottvater regiert haben und ihre Untertanen für diese gesorgt haben. Ne, meine Kinder, ne, der Papst wird Papa genannt, ne, oder heiliger Papa, ne, heiliger Bimbam, ja, oder auch der Priester, ne, wird Padre genannt, also Vater. Ne, es geht immer um Kind und Eltern. Und auf diesem Klavier haben sie wunderbar gespielt die letzten 2 Jahre. Ne, wir werden euch bestrafen, wenn ihr ungehorsam seid. Ne? Was steht auf ungehorsam? Strafe! 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 So, wenn aber ein Erwachsener sagt, hey, ich bin ein Souverän und über mir steht niemand außer vielleicht Gott, aber keine Regierung oder keine Präsidenten oder sonst die was, die mir zu sagen haben, wie ich lebe, ja, dann gehen wir in das Erwachsenenalter oder Erwachen. Ja. Ganz super gesagt, du darfst wieder zum Interview zu mir kommen. Ach, das ist ja nett. Geiler Satz, cool. Ja, das ist der Sinn. Wenn wir wirklich starke Menschen sind, Persönlichkeiten sind, und dabei geht es nicht darum, ich möchte es nochmal betonen, sich auf eine Seite zu schlagen, sondern nochmals, egal ob geimpft, ungeimpft, ob der jemand das hinterfragt oder alles, das ist egal. Aber wir müssen hinter dem einfach stehen und eins sollten wir jetzt aufhören. Und dazu sind wir, glaube ich, erwachsen genug, dass wir uns behandeln lassen wie kleine, dumme Idioten. Damit ist gut und es wird auch nicht passieren, wenn ich der Letzte bin, der dort steht. Ich mache alle sinnvollen Dinge mit, die Sinn ergeben. Alles, was Sinn ergibt für die Menschheit, für mich, mache ich mit, wäre ich ja dumm. Was keinen, wenn man einer nicht richtig erklären kann und sagt, du hast es einfach zu tun, mache ich nicht mit. Mhm. Und darauf bin ich stolz. Ja. So, und das ist die Kraft des Menschen, was uns vielleicht in dieser Pandemie-Geschichte jetzt zeigen soll. Steht einmal auf, richtet euer eigenes Leben, findet eure Berufung, stellt eure Programme ab, tut die Glaubenssätze raus, geht in ein vernünftiges Leben, in ein eigengestaltetes Leben, nehmt die Menschen als Vorbilder mit, das wäre wichtig, und nicht als Jammerlappen. Weil, wie gesagt, wenn ich am Tag 10 Telefonate führe, dann ist im Moment wirklich schon so, wenn ich sage, wie geht's, ich mag gar nicht mehr fragen. Ich mag nicht mehr fragen. Weil, weil es ist halt, nochmal, ja, es geht so, ah, nee, im Moment total schlecht. Ja, klar, es nimmt uns mit, aber gerade deswegen nicht. Ja. Da fällt mir natürlich noch das Chinesische für Krise ein, Wei Ji. Wei, ganz einfaches Zeichen. Ja, und das bedeutet Achtung, Vorsicht, Gefahr. Das sehen wir natürlich sofort. Also müssen wir eine Krise umschiffen, ja, nicht in die Krise kommen. Aber G ist wesentlich komplexer, musst du zweimal hingucken. Und das bedeutet Dreh- und Angelpunkt. Oder im übertragenen Sinne gute Stunde, gute Gelegenheit, Chance. Und wenn die Chinesen Wei Ji sagen, also Krise, dann haben sie immer diesen zweiten Aspekt vor Augen. Und das zu lernen jetzt gerade in diesen chaotischen Zeiten. Das Alte muss kaputt gehen, damit das andere entstehen kann. Ja. Und die Zwischenzeit ist das Chaos. Ja, es ist das Chaos, genau. Das ist das Chaos. Ja, und da ist es unsere Entscheidung, weil auf der Dollarnote steht auch, ne, Ordnung aus dem Chaos. Ordo ab Chaos. Aber die haben eine ganz eigene Vorstellung, ne? Rein in den Transhumanismus und rein in die Technik, die Digitalisierung oder wie es Herr Schwab immer so schön sagt, die Verschmelzung von physischer, digitaler und biologischer Seinsweise. Ja, das hat einmal ein sehr weiser Mann gesagt. Und da sage ich, pst, stopp, mit mir nicht. Genau, und das ist unsere Chance. Ja. Und daraus wird dann etwas entstehen. Aber das ist der wichtige Punkt, dass wir aufstehen und nicht alles mit uns machen lassen. Genau. Es sagte mal, ich weiß nicht, war irgendein amerikanischer Präsident, ich glaube, es war Lincoln, der hat irgendwann gesagt, du kannst eine gewisse Zeit ein Land verarschen mit Unwahrheiten, aber nur eine gewisse Zeit, nicht auf Dauer. Oder du kannst eine gewisse Zeit einen Teil der Bevölkerung verarschen und in Unwahrheit, auf Dauer aber auch nicht auf Dauer, weil aber es gibt einen gewissen Bereich, gewisse Menschen, die lassen sich nicht brechen. Die bleiben dahinter und die folgen ihrer wahren Größe und ihrer Überzeugung.
Und das war schon immer, in den ganzen Epochen der Menschheit, war das eigentlich dann die Rettung. Es gab ja so viele Dinge schon, wo man probiert hat, irgendwas durchzusetzen. Und das wird nicht gehen. Und wir werden da gestärkt aus dieser Krise hinausgehen. Ja, wir dürfen gestehen, wir haben alle schon Schlag weg. Wir hängen in den Seilen, definitiv. Jeder von uns, jeder hat das irgendwo mitbekommen. Aber ich sage euch, wir gehen gestärkt aus dieser Krise heraus. Und wir werden gestärkter und gemeinsamer und gemeinschaftlicher durch diese Krise, durchs Leben gehen. Und wir werden dann zu einer Einheit finden. Und wir werden die Welt so auf die Beine stellen, wie sie noch nie auf die Beine gestellt worden ist. Und wir sollen uns nicht wünschen, dass es wieder so ist wie vor der Pandemie, sondern jetzt geht es um eine bessere Welt. Mhm. Ihr habt das ein paar Mal schon angesprochen. 2/3 der Menschheit ist eigentlich unter $1 am Tag, die meisten mit 0. Täglich verhungern Kinder und Menschen überall. Das ist eine Katastrophe und jeder schaut weg. Diese Welt ist ja eh nichts gewesen. Das war ja eh die Welt der Entzweiung. Aber jetzt, durch das, was uns gezeigt wird, werden die Starken werden stehen bleiben, nehmen die anderen mit. Dabei geht es nicht, sich auf meine Seite zu schlagen, sondern auf das Recht eines gemeinsamen Lebens, wo wir gemeinsam verbunden sind. Und jetzt beginnen wir, ein menschenwürdiges Dasein auf diesem Planeten zu erschaffen, und zwar für uns und für unsere Nachfahren. Was immer wieder betont wird bei den Klimaaktivisten, die sagen, ja, was hinterlässt du meinen Kindern? Dann sage ich, was hinterlässt ihr durch die Entzweiung? Mhm. Was hinterlässt ihr? Also jetzt ist die Chance da, jetzt müssen wir es verstehen. Und jetzt müssen wir in der Stärke bleiben, Entscheidungen treffen, die Berufung finden, autark leben, sich selbst zu entwickeln und Verständnis für den Gegenüber haben und uns nicht entzweien zu lassen. Und dann wird dieses Spiel, was von oben vielleicht in irgendeiner Art und Weise geplant hat, oder ich mir sicher bin, wird nicht aufgehen. Definitiv nicht. Und die Zeichen sind ja schon da. Sie verstricken sich immer mehr in den Unwahrheiten, sie gehen gegenseitig aufeinander los, sie lügen und am nächsten Tag poppt es wieder auf. Jetzt wird es lächerlich. Und das habe ich schon gesagt vor Monaten. Und jetzt ist der Zeitpunkt da. Und jetzt macht mal weiter und zeigt mal, wie ihr da drinnen schwimmen und kämpfen lernt. Weil mit eurer Art, nicht aufzustehen, sondern nur zu drohen, werdet ihr verlieren. Es gilt das gebrochene Wort. Sehr schön. Ja, Ewald, vielen Dank für dein Plädoyer. Ich habe am Schluss gesagt, na, vielleicht gibt es doch eine Art Trennung der Gesellschaft. Also, dass es einen Teil gibt, der völlig abfährt auf diese virtuelle Welt, ne, eines Herrn Zuckerberg, ja, und Smart City, Smart Home und Smart sonst wie was. Und ich habe kein Recht, über sie zu urteilen. Aber ich gebe dir sofort recht, es wird etwas Neues entstehen. Ja, von freien Kindern, freien Männern und Frauen. Ja, und wir werden staunen. Was, wenn wir jetzt, und da, ne, das ist deine Arbeit, eure Arbeit, wenn wir jetzt endlich den Arsch in der Hose haben und uns entscheiden und sagen, stopp. Ganz genau. Mit mir nicht mehr. Und über diese Zeit werden noch viele Geschichtsbücher geschrieben und geredet werden. Und die schreiben wir selber. Wir nicht, schreiben die Geschichte. Nicht die Sieger, wie es bis früher war. Ebert Schober, vielen Dank für dieses, diesen Abtausch hier. Das war wieder cool. Ich sage, zu dir komme ich ganz gerne, weil wir da wirklich immer unsere Meinungen und Sichtweisen da aneinander prallen lassen. Das, glaube ich, ist aber das Interessante. Okay. Vielen, vielen Dank, Ewald. Und liebe Grüße an deine Sabine. Dankeschön, ich und dein Team. Ja, Entscheidung, Krise, Entscheidung. Und nie hat es eine Zeit, jedenfalls überblickenderweise, gegeben, wo eine Entscheidung so unmittelbare Konsequenzen hatte wie jetzt. Eigentlich fantastisch. Tun und Ergehen in einem überschaubaren Zeitraum zu sehen, ne, wenn man nicht in den Bus reinkommt, ja, weil man sich entschieden hat, okay, zu Fuß zu gehen. Leute, ihr werdet sehen, jede Entscheidung, jede von Herzen gefällte Entscheidung, und sei sie noch so klein, macht euch stärker und stärker und stärker. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV, und sage für heute Tschüss.